E-Mobilität made in Cologne. Dafür steht Styrion. Wir verfolgen hier auf dem Kanal das Startup schon seit einigen Jahren und sind begeistert von den Hybridfahrzeugen aus Köln. Ob klassisch im Sitzen wie beim E-Bike oder stehend, wie wir es vom E-Scooter kennen. Mit viel Komfort oder extrem wendig, dank patentierter Allradlenkung. Allen Modellen gemeinsam ist das geringe Gewicht und die kompakten Maße. Und nun schicken die Kölner Jungs ein neues Modell ins Rennen, den Styrion C30. Sie erfüllen damit den Wunsch vieler Fahrerinnen und Fahrer nach mehr Geschwindigkeit, ohne aber dabei auf Komfort verzichten zu müssen. In diesem Video probieren wir das neue Modell für euch aus. Kommt mit! Styrion hat uns für diesen Test ein Fahrzeug vergünstigt zur Verfügung gestellt, ansonsten aber keinerlei Einfluss auf unsere Meinung oder die Inhalte dieses Videos genommen. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ich bin Henne und wenn ihr euch für smarte E-Mobilität, coole Elektrofahrzeuge interessiert, ja dann lasst jetzt ein kostenloses Kanalabo da, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. In diesem Video verschaffen wir uns einen Überblick über die neue Styrion C-Serie. Machen unsere Probefahrt, checken die verschiedenen Zubehöroptionen und zum Schluss wie immer ein kurzes Fazit. Nutzt bei Bedarf gern die Kapitelsprungmarken. Das C in der C-Serie steht für Komfort. Ja, und für noch mehr davon sollen in der neuesten Generation noch größere Reifen sorgen. Die neue Reifengröße beträgt jetzt 14 bzw. 18 Zoll und da bin ich schon richtig auf den Komfortcheck gespannt. Weiterhin Ausnahmerahmen installiert, der wechselbare Akku. Der Akku ist natürlich im Fahrzeug abschließbar, die Kapazität beträgt 556 Wattstunden, wir haben ein 48 Volt System. Ihr könnt den Akku im Fahrzeug eingesetzt aufladen oder ganz bequem zum Aufladen mit in die Wohnung nehmen. Ja, aufladen ist jetzt auch das Stichwort. Das Ladegerät wird natürlich mitgeliefert und wir schauen mal hier auf die Ladeleistung. Ja, das ist sehr erfreulich. Wir laden hier mit 3 Ampere, sodass die Ladezeit bei etwa 4 Stunden liegt. Ja, und in Sachen Reichweite, hier liegen wir so bei etwa 40 Kilometern, wohingegen die S-Serie es auf bis zu 50 Kilometern pro Akkuladung schafft. Ja, und wer dann doch noch etwas mehr braucht, kann hier, wir blenden euch das jetzt mal ein, einen optionalen Zusatzakku befestigen. Dieser ist leider nicht mit dem Bordnetz verbunden, es ist also ein Akkuwechsel fällig. Und ich finde generell auch etwas schade, dass trotz höherer Geschwindigkeit die Kapazität des Standardakkus im Vergleich zum Vorgänger abgenommen hat. Lassen wir unseren Blick jetzt mal über das Cockpit schweifen. Der leicht nach hinten geschwungene Ergotec-Lenker mit dem mittig angebrachten Display macht insgesamt hier einen sehr aufgeräumten, ordentlichen Eindruck. Der Spiegel ist einklappbar und natürlich in dieser Fahrzeugklasse vorgeschrieben. Neu die elektrische Hupe. Ja, was soll ich sagen? Nervig, aber gut hörbar. Ebenfalls über das Bedienteil am Lenker wird die LED-Beleuchtung gesteuert. Wir haben vorne einen gut sichtbaren hellen Frontscheinwerfer und hinten ein Rücklicht, auch wie vorgeschrieben mit Bremslichtfunktion und Kennzeichenbeleuchtung. Der Kennzeichenhalter fällt hier beim C30 natürlich etwas größer aus, da wir ein Moped-Kennzeichen benötigen. Welche Regelungen hier je nach gewählter Geschwindigkeitsklasse noch gelten, das erfahrt ihr im Verlauf des Videos. Ansonsten finden wir am Lenker noch die Griffe der hydraulischen Bremsanlage und das Daumengas zur Ansteuerung des Motors. Mehr zu diesen Punkten dann gleich im Praxisteil. Was ich am Lenker allerdings leidlich vermisse, das ist eine Blinkvorrichtung. Die fehlt. Obwohl die vielen Leitungen hier offen verlegt sind, ist das Kabelmanagement am Lenker hier durchaus gelungen. Da gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern. Auch auf dem Weg zum Rahmen sind die Kabel sichtbar, aber sehr gut verpackt. Und das ist letztendlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier einen höhenverstellbaren und klappbaren Rahmen haben. Der Rahmen selbst, jo, hier ist alles in Ordnung, ordentlich verarbeitet, alles hat seinen Platz, nichts wackelt, nichts klappert. Ja, und auch wenn hier am Rahmen die Kabel und Schweißnähte sichtbar sind, vermittelt das Fahrzeug insgesamt wirklich einen sehr wertigen, guten Eindruck. Nicht zuletzt auch, weil hier viele Komponenten aus dem gehobenen E-Bike-Segment zum Einsatz kommen. Trotz seines langen Radstands passt der C30 sogar in den Kofferraum eines Smarts. Dazu kann das Fahrzeug mit wenigen Handgriffen in sehr kurzer Zeit zusammengefaltet werden. Wir fangen hier oben am Lenker an.
Das geht ratzfatz, kennen wir so auch von vielen E-Scootern. Und jetzt kann der Sattel und das Hinterrad relativ einfach entfernt werden, um das Ganze noch kompakter zu gestalten. Noch einfacher und schneller geht's mit der optionalen Klappfunktion für das Hinterrad. Das ist nicht nur praktisch für den Kofferraum, sondern auch für Öffis, für Bootsbesitzer oder fürs Camping. Die Länge beträgt gefaltet 116 cm und schrumpft bei entnommenem Hinterrad auf nur noch 99 cm. Und auch der Aufbau geht dank des zweiten Faltmechanismus schnell von der Hand. Da jeder Stereon individuell und in Handarbeit in Köln für euch gefertigt wird, gibt es neben der Rahmenfarbe zahlreiche Optionen. Eine Auswahl der wichtigsten Sonderausstattungen möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Ansonsten empfehle ich aber auch immer den Besuch eines Stereon-Fachhändlers, wie zum Beispiel Move in Hildesheim. Dort werdet ihr kompetent zu Stereon beraten und könnt die Fahrzeuge natürlich auch gleich ausprobieren. Die Optionen reichen vom bereits gezeigten Faltmechanismus für das Hinterrad über ein praktisches Rahmenschloss von Abus, zu dem auch eine Kette gehört, die ganz bequem hier unter dem Sattel Platz findet. Und warum die gefederte Sattelstütze hier mein Favorite ist, das seht ihr schon gleich. Standardmäßig kommt der C30 hier mit der vorderen Fußauflage. Das hintere Trittbrett hingegen ist optional erhältlich. Ihr könnt ihn so zum Steh-E-Scooter machen, wären da nicht die gesetzlichen Vorgaben. Stereon gibt es in unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Zulassungsklassen. Angefangen von der E-Scooter-Variante, ihr erkennt es hier an dem Klebekennzeichen. Ihr müsst sie stehend fahren, dürft aber dafür auch Radwege nutzen, braucht keinen Helm. Ab 14, ihr kennt es. Dann gibt es ebenfalls eine 20 km/h Variante, aber sitzend. Diese wird als Leichtmofa bezeichnet, erfordert eine Mofa-Prüfbescheinigung, braucht aber keinen Helm. Ja, und jetzt wird es schneller, wir sind bei 25, auch wieder sitzend in der klassischen Mofa-Klasse. Da ist allerdings dann auch die Helmpflicht mit an Bord. Ja, und wem das nicht reicht, und das ist auch jetzt neu beim C30 bis 32 km/h, die Klasse M, ist im Autoführerschein enthalten, erfordert aber selbstverständlich einen Helm und ihr seid auf der Straße unterwegs. Schade, dass der Gesetzgeber hybride Fahrkonzepte wie den Stereon noch nicht kennt. Ihr seid also je nach gewählter Fahrzeugklasse nur stehend oder sitzend unterwegs. Ein Wechsel ist offiziell zumindest nicht vorgesehen. Das schmälert aber in keinster Weise den Fahrspaß, den wir hier mit dem C30 hatten, denn das ist wirklich ein richtig spritziges, agiles Fahrzeug, reagiert umgehend auf Lenkbewegungen und vor allem, ihr fühlt euch jederzeit sehr, sehr sicher. Das verdanken wir natürlich den großen Reifen und dem langen Radstand. Neben einem agilen und sicheren Fahrgefühl spielt natürlich auch der Antrieb hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und der sitzt bei Stereon im Vorderrad. Wir haben hier einen 500 Watt Radnabenmotor des asiatischen Herstellers Bafang mit 500 Watt Dauernennleistung und bis zu 1000 Watt in der Spitze. Gestartet und gesteuert wird der Antrieb über das Bedienteil links am Lenker. Dann meldet sich auch direkt das große Farb-LCD-Display in der Mitte des Lenkers. Das ist wirklich sehr auskunftsfreudig. Ihr wählt aus 5 Fahrstufen, seht die Trip-Kilometerzahl, die Geschwindigkeit, den Akkustand in Prozent, den Status der LED, die Uhrzeit. Über die Infotaste könnt ihr weitere Informationen aufrufen und es gibt auch eine Wegfahrsperre, für die ihr einen individuellen PIN vergeben könnt. Auf geht's, wir checken die Motorleistung. Ja, wir haben hier einen richtig guten Anzug, eine sehr, sehr gute Beschleunigung und wir können den Motor hören, denn es handelt sich um einen Getriebemotor. In der Ebene alles kein Problem. Doch wie sieht das Ganze bei Steigungen aus? Für unseren Steigungstest haben wir uns hier für den C30 eine richtig fiese Tiefgarageneinfahrt ausgesucht. Wir sind auf Stufe 5, das heißt die stärkste Leistungsstufe. Und ich guck mal, wie sich der Stereon hier an Steigung macht. Hat einen Getriebemotor, ich drücke voll durch. Ich habe keinen Anschwung gegeben, also wirklich Härtetest. Und der pendelt sich hier bei 9,4, 9,5. Ja, mit 10 km/h landen wir oben. Da merkt man die 65 Newtonmeter. Das ist eine solide Leistung. Laut Hersteller sind sogar 20% drin. Offiziell fährt der Stereon C30 32 km/h, nicht etwa 30, wie man meinen würde. Und das prüfen wir natürlich. Ihr seht hier Tacho des Fahrzeugs und hier das Handy mit GPS-Mess-App und behaltet mal beides im Auge. Ich gebe einfach mal Vollgas und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Auf geht's. Stufe 5, das ist die quasi stärkste Stufe und ich drücke voll durch. 24, 27, 29,
30, 31, 32. Und da haben wir auch gleich gesehen, die Bremsen funktionieren auch hervorragend. 32 km/h erreicht. Was wollen wir mehr? Prüfung bestanden. Wer schnell unterwegs ist, der braucht natürlich gute Bremsen, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Styrion geht daher keine Kompromisse ein und setzt hier auf ein vollhydraulisches Bremssystem mit 160 mm Scheiben. Damit liegt man natürlich weit über dem üblichen E-Scooter-Standard und hat zweifelsfrei mit die besten Bremsen, die wir hier je getestet haben. Da sie im Zweifel aber auch richtig zupacken können, seid am Anfang bitte vorsichtig, gewöhnt euch daran, insbesondere bei der vorderen Bremse. Belohnt werdet ihr in jedem Fall aber mit äußerst kurzen, knackigen Bremswegen. In Sachen Komfort hat Styrion beim C30 nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Wir haben jetzt vorne 18 Zoll Reifen, hinten 14 Zoll, pannensicher, natürlich luftgefüllt. Überdies seid ihr bei Regenfahrten künftig besser geschützt. Große Schmutzfänger hier an den Schutzblechen, natürlich wieder die bekannten Komforthandgriffe, der so einigermaßen bequeme Sel Royal Sattel und mein ganz persönliches Highlight, hier diese gefederte Sattelstütze. Ja, denn die macht nämlich in der Praxis richtig Spaß, da kann man richtig so ein bisschen bouncen hier. Und jetzt mal Spaß beiseite, der Fahrkomfort ist hier ganz klar auf E-Bike-Niveau. Das macht Spaß, da kann man auch mal einen Feldweg mitnehmen oder auch zur Not mal hier ein Stückchen Wiese. Das ist wirklich kein Vergleich mit einem klassischen E-Scooter. Ja, und da wird auch klar, was das Hybrid-Konzept hier in der Praxis bedeutet. Wir haben die komfortablen Fahreigenschaften eines E-Bikes kombiniert mit der Kompaktheit, Mobilität eines E-Scooters. Aber jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Wir haben kein Fahrwerk und ich empfehle jedem, der auch mal schlechte Straßen fahren muss, Kopfsteinpflaster, unbedingt die gefederte Sattelstütze. Das macht einen Riesenunterschied. Ich hätte es selbst so nicht für möglich gehalten. Damit sind wir auch schon beim Fazit zum Styrion C30 angekommen. Ja, wir hatten im Test richtig viel Spaß, was natürlich nicht zuletzt auch an der hohen Geschwindigkeit lag. Der Styrion in einem Satz, ein Fahrzeug, was durch Geschwindigkeit, Komfort und seine kompakten Maße und sein leichtes Gewicht zu überzeugen weiß. Ein ideales Fahrzeug für Camper, für Leute, die ihn mal ins Auto, ins Boot packen wollen. Man hat ihn einfach immer dabei, muss weder auf Geschwindigkeit noch Komfort verzichten. Na klar, das Ganze hat seinen Preis, Fertigung in Deutschland, günstig ist er nicht. Und man muss natürlich letztendlich auch bereit sein, sich den gesamten gesetzlichen Regularien zu fügen. Denn die sind immer noch deutlich unflexibler als der Styrion selbst. So darf etwa die als E-Scooter zugelassene Variante nur ohne Sitz betrieben werden. Das soll mal jemand verstehen. In dieser Übersicht seht ihr nochmal kurz zusammengefasst, was uns bei unserem heutigen Testtag so aufgefallen ist. Unter dem Video wie immer ein Link zum Produkt, Bezugsquellen und Angeboten. Und bevor wir den Sack jetzt hier zumachen, seid ihr jetzt gefragt, wie gefällt euch der Styrion C30? Schreibt es doch jetzt gern mal in die Kommentare. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns schon ganz bald zu einem neuen Video hier bei Hentec. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!